Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und heute habe ich schon die ersten Mods installiert. Man kann es sehen, mein Haus, es strahlt vor Freude, dass es endlich mal ein bisschen heller geworden ist. Ich habe das Licht ein bisschen erhöht, sodass es hier ein bisschen freundlicher aussieht drin. Vielleicht ist es doch ein bisschen zu viel. Ich werde es, glaube ich, noch mal ein bisschen verringern. Aber an sich ist das schon mal ein guter Grundgedanke, dass wir ein bisschen mehr Licht zur Verfügung haben. Das Licht strahlt von unten nach oben durch. Holy shit, das geht bis hier oben hin. Okay, aber es ist cool. Es leuchtet so schön. Guckt es euch an. Aber ein leuchtendes Haus. Und mein Generator ist nicht mehr so laut. Nee, habe ich auch ein bisschen leiser gemacht. Da. Der war vorher, glaube ich, noch ein bisschen lauter. So. Dann habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich neue Texturen auf mein Gebäude raufziehe, sodass es ein bisschen schicker aussieht. Aber dann habe ich realisiert, dass die Texturen da gelandet sind. Hier, die Fliesen. Das sind quasi die. Sind doch die alten Fliesen, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Freunde. Ich bin ein bisschen verwirrt. Da, so sah das vorher aus. So ein Blass. Das war dieser blasse Ton vorher. Und der wurde einfach ersetzt durch dieses frische Blaue. Was natürlich keinen Sinn ergibt. Und heilige Scheiße, brennt da Licht. Cool, auf jeden Fall. Gefällt mir. Ist das fucking hell hier drin? Krass. So, aus dem Weg, Hund. So, wir werden uns aber weiter begeben. Eigentlich hatte ich noch vor, eine Mod zu installieren, die unsere Perks quasi zurücksetzt, damit ich damit noch mal ein bisschen rumfeilen kann. Aber das dauert doch noch ein bisschen länger. Da muss ich mich ein bisschen mehr reinfuchsen. Ne? Wir schauen jetzt mal, welche Quests wir haben. Denn ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr gespielt. Wir hatten jetzt zwischenzeitlich zwei Streams, wo ich auch jetzt seht ihr es da die Säule. Habe ich das schon mal erwähnt? Habe ich schon erwähnt, dass ich die Säule dahin gebastelt habe? Da ist die Säule. Da habe ich die Säule bei meiner Hütte hingebaut, das haben wir im Stream gemacht. Dann haben wir zudem noch eine Wackelpuppe gefunden, beziehungsweise eine Wackelpuppe, die ich vergessen habe. Das war für Reparieren, war das, glaube ich. Und ich war nochmal da, wo wir die Synths zuerst getroffen haben, und da habe ich noch was gefunden. Und das war dies war. Wie weit war das denn nochmal? Wir sind fertig, war das nicht, ne? Ach, weggeworfenes ArcJet-Protokoll. Warum zum Geier müssen wir diesen Mist aufnehmen? Oh, Scheiße, das Ding ist an, oder? Hier spricht Technikerin Rand von der Abteilung ArcJet Antriebssysteme. Bei mir ist Techniker Janowski. Arbeitsprotokoll A1190. Janowski und ich arbeiten jetzt seit rund 3 Monaten am Projekt Marsflug. Und ich glaube, dass wir die Schubberechnung abgeschlossen haben. Mann, wie gerne würde ich die Jungs begleiten. Wäre schön. Das war doch gerade gespielt, oder? Das war nicht das. Das war nicht das von gestern. Das war nicht das von gestern. Das zum Schluss hätte sich sowas von gespielt an. Alter. Was war denn das? Och Mann. Was ist das hier? Glaub ich, ne? Huch. Oktober 2287. Die synthetische Wahrheit von Piper Wright. Cool. Ich weiß es nicht mehr, Freunde. Ich muss nochmal nachgucken, dann zeige ich es euch morgen. Auf jeden Fall haben wir noch eine Quest. Oder mehrere Quests. Ich muss mich erstmal wieder einfuchsen. Da haben wir es doch. Sprich mit den Siedlern oder was haben wir hier noch alles so Schönes? Juwel des Commonwealth. Sonstiges. Wir haben hier sonst nur Siedlerprobleme, ne? Okay, wir können eigentlich derzeit, glaube ich, nur Juwel des Ödlands machen. Juwel des Commonwealths. Wir könnten noch zu Piper gehen, so ist es nicht. Weil die anderen Sachen sind, glaube ich, noch ein bisschen zu schwer für uns. Auch wenn ich da gerade gesehen habe, dass hier noch Fabrik ist. Flotten? Flieger? Plätze?
Aber wahrscheinlich so eine billige Quest von wegen Sammel hier und da. Na gut, Diamond City. Wird auch mal Zeit, dass wir uns ein bisschen in Diamond City umsehen, ne? Heute mal eine ganz gemütliche Folge. Wir gucken uns um. Ich gucke auf mein Handy, ihr guckt das Video. Und alles ist gut. Da wollen wir mal zu Valentine gehen, würde ich sagen, Zünd. Ne? Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Zünd. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter, sofort. Er ist ein Zünd. Er wird uns alle töten. Ah. Kyle, nein! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheiß-Paranoia! Scheiße. Ja, danke. Zurücktreten, Plünderer! Ja, es ist okay, ist okay. So, ich muss jetzt mal wieder in die Steuerung kommen. Officer? Ich sagte weitergehen. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Ach du, oh nein, Sturm. Egal. Hey, so einen kleinen beinahe Geschwistermord hat doch jeder schon mal erlebt. Ich bin kein Zünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Was steht ihr da alle noch rum? Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. Entschuldigung. Mein Gott. Kyle. Ich sagte weiter. Ja, ist ja gut. Okay, wir sollten irgendwo hingehen, wo es sicher ist. Bei dem Sturm. Allerdings stört mich gerade, dass wir ganz viele Quests aktiviert haben. Hier war noch irgendwas aktiviert, oder? Nee, okay. Ich darf nur eine Quest aktiviert haben, damit ich weiß, wo es lang geht. So, schnell in Sicherheit bringen. Okay, das ist geklaut, das dürfen wir nicht. Ich komme gleich zu dir, ja? Du siehst so aufregend aus. Die kann man bestimmt handeln. Also ich muss sagen, crazy. Die haben also alle Angst, dass sie Sünds sind. Das kennen wir ja schon aus Fallout 3, dass wir da einen Sünd hatten, der sich als Mensch ausgegeben hat. Man muss sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss doch Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Hey, ich habe das von einem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der für die arbeitet. Die haben eine Parole und so weiter. Folge dem Freedom Trail. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur Müll. Und wenn du so weitermachst, holen dich noch die Sins. Folge dem Freedom Trail. Einfach nur, weil wir zugehört haben und kriegen wir eine Quest. Wie cool. Das würde ich jetzt ein bisschen sofort machen, aber der Sturm ist draußen, deswegen... Detective Valentine! Ich will jetzt unbedingt herausfinden, was das mit diesem Arsch hier auf sich hat. Dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird. Ellie Perkins? Seine Krawatten. Oh Nick. Was ist mit Nick passiert? Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Kann es sein, dass ich überall das Licht erhöht habe? Das sieht hier so hell aus. Das muss ich nochmal checken. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur unser Detektiv. Er ist verschwunden. Oh. Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Hey, ich würde ja gerne helfen, aber da wäre dieses kleine Problem der Spesen. Keine Spielchen. Ich zahle, wenn du Nick findest, aber nicht mehr als 100 Kronkorken. Das ist die Belohnung und über die wird nicht verhandelt. Okay. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr.
Gangster im Anzug. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Ja, ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Nice. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Kochplatte? Ah, ich brauche die Kochplatte, ne? Sei mal in Valentine. Finde Nick Valentine. Ist alles klar, was ich kriegen kann, ne, Hundi? Sauberes blaues Kleid. Oh, Essen. Ja, Essen ist immer gut. Stimpacks. Oh, gratis Stimpacks. Maulwurffleisch. Oh Gott. Ich bin reich. Reich an Essen. Ja. Okay, die Frage ist nur, was machen wir jetzt zuerst? Wir könnten noch mal kurz wie hieß sie? Valerie? Gehen? Hier ist plötzlich hier oben. Wie kommt das Auto da hoch? Ah, wir sind hier im Stadion. Gerade erst gemerkt. Da ist noch ein Augenbot. Komm, wir sehen uns heute ja ein bisschen um hier, ne? Also hier. Bürgermeister, die Person ist beschäftigt. Womit? Ich glaube, da steht er einfach nur. Dann guckt euch das an. Die streichen hier die Wände neu. Nicht die Farbe anfassen. Warum? Was? Warum? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter, der die bösen Jungs draußen hält. Die Mauer hat noch keiner überwunden. Noch nie. Da können wir wenigstens dafür sorgen, dass sie schön aussieht. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Ja. Kommt drauf an, was es ist. Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Nur wenn du noch was drauflegst. Gut. 25 Kronkorken dann. Da ist doch sicher noch mehr. Du bist echt zäh. 150 Kronkorken. Okay, Fahne cool, besorgen. Reicht. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Sünd. Ich bin immer noch derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist. Der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist. Als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Er redet vielleicht ein Mist. Ja, warum sitzt du dann hier, wenn du meinst, dass er Mist redet? Oh. Ja, ich habe meine Siedlung gebrochen. Dankeschön. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Was haben wir hier noch? Das muss ich aber klauen bestimmt, ne? Das sind zu viele Leute. Ah, da ist sowieso nichts drin. Was soll's. Gut. Dann weiter Piper, nicht Valentine. Valerie. Wie komme ich auf Valerie? Piper hieß die, genau. 50 Minuten später. Serie kommt drauf, wie sie heißt. Oh. Die bekomme ich so nicht auf. Kellogg's Haus, muss ich mir merken. Kann man gut gebrauchen. Im Supersalon bekommst du endlich deinen Traum. So. Extrablatt, Extrablatt! Ist dein Nachbar wirklich ein Mensch? Lest den Exklusivbericht! Du wirst nicht glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Wart nur ab. Gott, bist du hässlich eingekleidet. Alter Schwede. Krasse Sache. Komm, dann gehen wir weg. Das ist mir zu eklig.
Alter, so hässlich. Wo bringt mich das hin? Das ist cool. Da sieht man das Stadion. Wir müssen die ganzen Müll ja hier reingetragen haben, ne? Da sind noch ein paar Hochhäuser. Ja, nice. Das ist der Ausgang? Aufzug? Armee-Munitionstasche. Oh, hi! Der Bürgermeister ist nicht bereit, über diesen Sündunfug zu sprechen. Solange du also keine Baugenehmigung brauchst, kann ich dir nicht helfen. Erzähl mir mehr über diese Genehmigung. Derzeit ist nur ein Haus verfügbar. Es befindet sich im Stadtzentrum, direkt neben dem Markt. Du kannst die Räume nach Belieben gestalten. Die erforderlichen Werkzeuge für die Herstellung der Einrichtung bekommst du kostenlos gestellt. 2000 Krogocken. Nö. Erzähl mir etwas mehr über dieses Haus. Der vorherige Besitzer hat ein angrenzendes Lagerhaus gekauft und ein paar Wände eingerissen. Es ist also größer als die meisten anderen Häuser. Und er hat sein ganzes Werkzeug zurückgelassen. Du hast also alles, was du brauchst, um die Inneneinrichtung nach deinen Wünschen zu gestalten. Okay, nö. Ich passe. Zu teuer für dich? Kann ich dir nicht verdenken. Tja, ich bin geizig. Hey, Geneva. Brauchst du etwas, Schätzchen? Eine Baugenehmigung? Oder suchst du einen Job? Job. Ich suche Arbeit. Als Söldner? Meistens sind ein paar Kopfgelder ausgesetzt. Schau dir mal die Steckbriefe auf dem Markt an. Oh, Steckbriefe. Okay. Was war das mit den Zins? Oh nein, darüber sage ich nichts. Ich mag meinen Job. Und du bist... Geneva, die Sekretärin des Bürgermeisters. Ich kümmere mich ums Tagesgeschäft. Okay. Ich brauche nichts weiter. Dann bis später. Dass die hier alle richtigen Mach Jobs haben und Blödsinn, so. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Nö, nö, ich doch nicht. Was hast du hier? Militäruniform. Bleib mal draußen, Dude. Kannst wieder reinkommen. Oh! Ich muss das nicht mehr selber zusammenbasteln. Spielzeugauto brauchen wir auch, ne? Wurde ganz kurz im Deck. Ach, ich dachte, das sind Leichen. Ich dachte schon, der Bürgermeister hat Leichen in seinem Keller. Ach, danke. Dann macht mein Hund schon für mich die Tür auf. Erkennungsmarken brauche ich nicht. Schraubenzieher. Schere, Kaffeedose. Ja, so ist leider nichts, was wir brauchen. Gehen wir mal tiefer rein. Oh, Patronen. Nimm ich. Erstmal alles beklauen, wie damals in Fallout 3. Das ist genau mein Metier, Freunde. Alles beklauen, währenddessen er wegguckt. Genieße deinen Aufenthalt in Diamond City. Und jetzt, entschuldige mich. Tschüss. Ich muss sagen, du hast hier eine gute Aussicht. Not bad. Ich würde gerne auf den Terminal hier zugreifen und verbessertes. Warte kurz, ich. Achso, Schnellspeicher kann ich auch machen, ne? Ah, da würde ich sogar rankommen. Ich habe zu viel zu tun, um jetzt zu reden. Ich bin schließlich der Bürgermeister. Na komm. Oh, ich kann den Tisch mit Glatter gebrauchen. Okay, ich bin immer noch versteckt. Geschafft. Oh, Kelloggs Hausschlüssel. Impro-Revolver. Muss nur noch auf das Terminal zugreifen. Shit.
Scheiße, komm. Ein Stück nur. Ah, fuck, ich muss vorne sein, ne? Ah, ich kann nicht mehr hinter sein. Okay, kein Problem. Ich stelle mich einfach hier hin und dann warte ich, bis ich nicht mehr gesehen werde. Ich bin versteckt. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich habe zu tun. Ich dachte schon, er hätte mich entdeckt gehabt. Ich weiß nicht, zählt das als entdeckt? Wir werden speichern. Was machst du da? Und? Was soll das? Willst du auf den Computer scheißen oder was? Was zum? Ups, das wollte ich nicht. Alles gut. Kannst du mal weggucken oder so? Okay, ja, dann wird er gleich mal aggressiv. Ich darf jetzt nur nicht verkacken, ich darf jetzt nur nicht speichern. Dann ist alles gut. Okay, du bist aber nicht aggressiv, oder? Alles noch gut zwischen uns? Hast du von dieser Siedlung gehört? Covenant. Ist echt nett da und sauber. Der Zugang ist aber streng reglementiert. Was gibt es so viel zu entdecken, Freund? Oh Gott. Bürgermeister McDonough? Genieße deinen Aufenthalt in Diamond City. Und jetzt, entschuldige mich. Genau, dreh dich um. Dreh dich einfach um, ignoriere mich. Du kannst mich doch gar nicht mehr sehen. Auf mich anzugucken. Ich muss hier stehen, ne? Okay. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich habe zu tun. Ja, ich sehe schon. Gott, kannst du mal bitte weggucken? McDonough? Ich habe es eilig. Tut mir leid. Ich bin versteckt, gut. Jetzt kann ich drauf zugreifen. Ich weiß, es ist billig, aber egal. Und ihr habt mir gesagt, dass das Terminal nicht sofort gesperrt wird, wenn man drauf, wenn man verkackt, sondern es wird nur für ein paar Sekunden gesperrt. Okay, nichtsdestotrotz müssen wir das jetzt quasi auf Anhieb schaffen, weil ich möchte mich nicht nochmal verstecken müssen. Okay, der erste falsche Eintrag ist entfernt. Da ist noch einer, ich sehe ihn. Noch ein falscher Eintrag entfernt. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Da haben wir noch einen. Ah, zurückgesetzt. Bitter, das ist bitter. Da haben wir noch einen. So, okay. Jetzt müssen wir quasi nachdenken. Es sei denn, ich finde noch irgendwo was, wie hier zum Beispiel. Ja, das haben wir schon. Na gut. Wir haben ein paar Möglichkeiten, es zu verkacken. Wir fangen natürlich mit Furry an. Ein Treffer. Gucken wir uns die anderen an. Was haben wir hier? Newly. Kann es wegen dem Y sein? Angus kann es nicht sein. Gifts kann es auch nicht sein. Books kann es auch nicht sein. March kann es auch nicht sein. Power kann es auch nicht sein. Nukes kann es sein. Und Pulse kann es sein. Okay, gucken wir erstmal nach der Y. Okay, es müsste das Y sein, ne? Es ist das Y. Es muss das Y sein. Wir hatten doch noch mehr mit Y, oder? Gifts, Angus, Book. Hä? Furry und Newly. Also es muss das Y sein, aber ich... Hatte ich hier nicht gerade noch irgendwas mit Y? Bin ich jetzt blöd? Hä? Ja, keine Ahnung. Geschafft. Was? Okay, manchmal gibt das keinen Sinn. Aber egal. Ach, Safe-Steuerung. Super. Erkennungen. Staatsratssitzung.
Hinweis für Geneva. Auf absehbare Zeit können alle Treffen des Stadtrats abgesagt werden. Näheres dazu in dieser Mitschrift aus der letzten Sitzung. Die Sitzungen des Stadtrats werden ausgesetzt, sofern kein Notfall eintrifft. Der Stadtrat hat volles Vertrauen in der Fähigkeit des Bürgermeisters, die Stadtverwaltung allein zu übernehmen. Okay, Piper. Public Occurrences Reporterin. Hinweis für Geneva. Piper darf unter keinen Umständen in dieses Büro. Wenn sie diesen Kreuzzug gegen das Institut fortführt, wird das Konsequenzen haben. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Zeitung weniger beliebt bei der Bevölkerung ist. Dieses Gift, was sie da verkauft, bringt die Leute gegeneinander auf. Und das werde ich nicht hinnehmen. Ah, Piper trägt die Schuld dafür, dass alle so ein bisschen schizophren geworden sind. Und dass selbst Geschwister aufeinander losgehen, weil sie denken, sie sind's. Kuriere. Hinweis für Geneva. Kuriere von Mr. Ayo werden bitte sofort in mein Büro vorgelassen. Die Notwendigkeit zur Diskretion gilt in dieser Sache besonders. Ich habe keine Ahnung, wer das Typ ist, aber gut, egal. Anmerkung zur Stadt. Keine Ahnung, was gibt's denn hier so Schönes? Der aktuelle Entwurf meiner Rede, damit sollten sich die Leute beruhigen lassen. Da bin ich mir sicher. Diamond City ist seit über 150 Jahren vereint und es gibt zwei Dinge, die diese Einheit gewährleisten. Zum einen der große grüne Wächter hinter mir, die Mauer, unser Beschützer und Retter, der uns vor dem Schmutz da draußen bewahrt, und zum anderen unser Glaube an und unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht. Okay. Naja. Power Noodles Stand. Bei Anfragen zu einer Reparatur von Takashi, bitte diese Mitteilung vorlesen. Takashi gehört zum kulturellen Erbe von Diamond City und das Büro des Bürgermeisters müsste. Ich hab gerade irgendwas im Hals. Sorry, kleinen Moment. Ah, musste kurz einen Schluck trinken. Huh. Takeishi gehört zum kulturellen Erbe von Diamond City und das Büro des Bürgermeisters wird nicht auf Anfragen eingehen, die nahelegen, dass er repariert werden müsse. Zwar ist uns bewusst, dass ihn nicht jeder so gut versteht wie die Bewohner von Diamond City, aber wir können aufgrund seiner Bedeutung für unsere Stadt nicht zulassen, dass er in irgendeiner Art verändert wird. Okay, das heißt, es ist quasi der Fastfood Hans-Dieter von Diamond City. Also das Gebäude. Die Kriminalität in der Stadt ist überschaubar. Ich muss neue Sicherheitsleute daran erinnern, Untersuchungen zu den Entführungen vorerst auf Eis zu legen. Wir dürfen dieser irren Vorstellung, dass Sünds unsere Bürger ersetzen, nicht noch weiter Nahrung geben. Sonst könnte es in einem wichtigen Moment zu einer Panik kommen. Was, wenn Supermutanten angreifen und die Leute sich eher fragen, wer ist ein Sünd, anstatt die Stadt zu schützen? Nein, dieses Gerede muss unterdrückt werden, denn es wiegelt die Leute nur auf. Also, Piper schreibt in ihrer Zeitung, dass die Leute aus Diamond City durch Sünds ersetzt werden und deswegen kriegt jeder Panik. Ich verstehe. Aufgegebener Wohnsitz. Mir wurde mitgeteilt, dass der Mann, der in den großteils verlassenen Weststands lebt, Diamond City für immer verlassen hat. Es müssen nun alle üblichen Maßnahmen bei Aufgabe des Wohnsitzes durchgeführt werden. Danach kommt bitte eine Kopie des Haushaltsschlüssels in meine Safe. Das ist das Haus, das wir anscheinend bekommen können. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein. Warum will da überhaupt jemand hin? Das Ding ist... Keine Ahnung, wo ich gerade so besoffen gelaufen bin. Ach, cool. Tschüss. Wir haben eine neue Kartenmarkierung bekommen. Wir bekommen hier so viele Kartenmarkierungen. Das ist cool. Das haben die gut gelöst. In Fallout 3 musste man das alles noch selber suchen. Und hier muss man einfach nur Gesprächen lauschen. Auch wenn ich nicht gerade genau zugehört habe. Gut, dann schauen wir mal in das Haus rein, was wir quasi jetzt gerade geschenkt bekommen haben. Kann das sein? Nee. Wir haben einfach nur einen Schlüssel bekommen. So, wo war das genau? Da hinten, ne? Die neuesten Neuigkeiten aus dem Commonwealth. Was bringt uns, wenn wir davon den Schlüssel haben? Sicherheitsbüro.
Gehen wir doch mal rein. Haben wir doch ein bisschen was von gelesen. Ich weiß aber nicht mehr was. Also ich wette, Freunde, ich wette mit euch, einer von hier ist definitiv ein Sünd. Und da ich Spieleentwickler kenne, nehme ich mal an... Hey, bist du dieser Händler aus Quincy? Hast du eine Salbe? Ich hab da diesen Ausschlag... Oh Gott! Ich nehme einfach mal an, dass der Bürgermeister ein Sünd ist. Ist nur mal so angenommen. Musst du mich verfolgen? Hab mit meiner Freundin Schluss gemacht. Sie hat nie den Deckel auf die Zahnpastatube geschraubt. Oh mein Gott! Weißt du, wer sowas macht? Was da? Schlüssel für Gefängnis? Sins! Deine Freundin ist ein Sünd. Folgst du mich etwa oder was? Komischer Typ. Ist irgendjemand im Knast? Hä? Sag mal, spielst du dir gerade an den Nüssen rum oder was? Was machst du da? Es heißt, dass in den Boston Commons irgendein verrückter Vogel wohnt. Oder irgendwas in der Art. Okay, wir haben nochmal eine Kartenaktualisierung bekommen, dafür, dass wir hier klauen wollen. So, ich bin zufrieden. Aus dem Weg, Digga. Jetzt blockieren die sich beide gegenseitig. Ist das euer Ernst, oder was? Okay, ich... Welche Knarre hast du da? Aber lass sie stecken. Keine Sorge, mach ich. Kann es sein, dass wir im Knast landen für den Fall der Fälle? Und hier haben wir einen Polizeiroboter, den wir quasi wiederbeleben können oder auferstehen lassen können, wenn wir denn so möchten. Es stimmt also? Du bist der Boss der Minuteman? Freut mich. Die kämpfen nämlich für eine gute Sache. Ja, ich bin der Boss der Minuteman. Uns zwei. Nee, wir sind ja schon mehr, oder? Ja, wir sind jetzt mehr. Soll ich dir helfen? Du bist frei! Flieg davon, kleines Vögelchen! Hier wird nicht rumgegammelt. Ich hab dir geholfen. Du musst aber die Tür wieder auf. Na gut, wir haben uns hier umgesehen. Dann gehen wir wieder raus. Ich denke mal, dass wir hier drin landen, wie in Skyrim, dass wenn wir irgendwas... Keine Ahnung, klauen oder so, kann das sein? Wobei, in Fallout wurde schon immer zuerst geschossen und dann geredet. Also ich denke nicht, dass man im Gefängnis landen kann, oder? Oder es gehört zu einer Quest. Kann natürlich auch sein. Nee, das Haus, von dem die geredet haben, ist aber irgendwo in der Stadt, haben die doch gesagt. Schauen wir erstmal rein. Vielleicht finden wir da irgendwas Schickes, Nettes. Wir können hier auf jeden Fall alles mitnehmen, was wir wollen. Okay, es kann sein, dass das hier unser Haus ist. Also, dass wir kaufen können. Wobei, bei dem bisschen, was hier ist, ist jetzt nicht wirklich die Welt, ne? Ein Bettchen, wir sind aber sowieso schon vollgeladen. Warum bist du so krass versperrt gewesen? Hier ist doch nichts. Ich schaue mich mal ordentlich um. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe oder so, oder? Okay, es ist auf jeden Fall nicht groß. Das da dürfte eigentlich nicht unser Haus sein, aber... Der Typ ist anscheinend nicht da. Ja. Aber wahrscheinlich ist das ein anderes verlassenes Haus, denke ich mal. Würde ich sagen. Ob wir diesen Kellogg nochmal finden? Kann gut sein. Können wir ihm sagen, dass wir ihn geklaut haben. Major. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um in der Stadt, ne? Du bist... Ein neuer Patient. Oh, das heißt, eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Hä? Gesichts... Rekonstruktion hat er zwar nicht gesagt, aber ich frage trotzdem mal danach. Gesichtsoperation? Was ist das denn? Ah, das ist das Spezialgebiet von Doc Crocker. Red mit ihm, wenn du daran Interesse hast.
Geh einfach durch die Tür mit unserem Logo drauf. So, wenn du ein echtes medizinisches Problem hast, dann lass hören. Gesichtsoperation, das machen doch die Sins immer ganz gerne. Was sind hier so die üblichen Behandlungen? Die meisten Fremden wollen, dass ich ihre Verletzungen verbinde oder sie von Strahlung befreie. Oder dass ich ihnen helfe, von den Camps loszukommen. Mhm. Kein Interesse. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Dann wissen wir jetzt schon mal, wo wir unsere Radioaktivität loswerden können. Oh, dann gehe ich doch mal rein, aber vorher speichere ich kurz. Ich weiß, ich bin raffiniert, Freunde. Aber nichts und niemand kann mich aufhalten. Ich werde alles klauen und alles aufdecken, was es in dieser Welt hier gibt. Es sei denn, meine Dietriche brechen ab. Das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Wie schön. Medizinischer Flüssigstickstoffspender? Ja, nehme ich gerne mit. Hört sich aufregend an. Nehme ich Medex, wieso nicht? Schmutziges Wasser kannst du behalten. Buff out. Psycho. Jet. Ja, nice. Ich denke mal, dass hier die Gesichtsoperation gemacht werden. Ich weiß es nicht, das sieht so brutal aus. Das sieht mir nicht nach Gesichtsoperation aus, bin ich ganz ehrlich. Gehen wir hier raus, bevor wir entdeckt werden. Heilige. Das ist hoffentlich ein Notfall. Und du bist? Hallo. Hast du die Zeitung gelesen? Verdammte Sünds verstecken sich mitten unter uns. Hier kriegst du deine Medikamente. Was immer du brauchst. Hast du da gerade was von Drogen gesagt? Ganz genau. Ich habe sämtliche Camps für einen erfüllten Lebenswandel. Wird dir die richtige Balance geben. Jeder hier kauft bei mir. Manchmal brauchen die Sicherheitsleute etwas Psycho oder ein Ingenieur braucht Mentats. Und Radex ist natürlich für jeden interessant. Ich suche einen Job. Hast du was für mich? Ja, ich habe was. Ich suche nach mutiertem Farn, falls du da also was findest. Ich habe gehört, dass er in der Nähe des Waldsumpfs wächst. Ist ein natürlicher Strahlungsfresser. Wäre super für die Herstellung von Radex oder Radaway. Hm. Wenn du noch ein bisschen was drauflegst, könnte ich Interesse haben. Willst du mich etwa unter Druck setzen? Das ist echt uncool. 100 Kronkorken. Mehr gibt's nicht. Na, gut. Was brauchst du nochmal? Mutierter Farn. Soll echt super sein, um Strahlungsmedizin herzustellen. Hast du Interesse? Okay, Strahlungsmedizin. Mutierter Farn. Klingt gut. Cool. Na gut, Freunde, wir haben heute schon einige Quests gesammelt, die wir demnächst mal anfangen werden. Wir werden uns morgen aber noch ein bisschen umsehen hier. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Zum Beispiel bei diesem geilen Koch hier. Was hast du da im Kopf, Alter? Ist das so ein Zahnrad? Haben die nicht normalerweise elektrische Schaltkreise da drinnen? Entspannt euch mit ein paar Camps. Alle Schmaska? Ja. Takaishi, ach so. Das ist nicht schlecht. Gut, Freunde, morgen gucken wir uns die Ecke an und dann würde ich sagen, gehen wir zu Piper und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.